Schluss mit dem Ausschlachten von Spieleserien. Schluss mit dem immer selben Gameplay. Vorbei soll es sein mit der Kreativlosigkeit. Captain Greenlight eilt zur Hilfe. Neue und kreative Spielideen, sie kommen heutzutage vor allem von den kleinen Indie-Studios. Ähnlich wie bei einem Frischling auf YouTube müssen sich Indie-Studios einer großen Herausforderung stellen. Ohne ein fettes Budget für Werbekampagnen und Co. müssten sie und ihre Spielideen erst einmal im großen Videospielzirkus gefunden werden. Zum Glück gibt es ja Captain Greenlight. Er zeigt euch neue Spielideen, Prototypen und kreative Köpfe der Branche, die vielleicht das Zeug haben, den nächsten großen Hit zu programmieren. Alles, was die Spiele und die Menschen hinter den Pixeln benötigen, ist etwas Aufmerksamkeit und euren Support. Denn nur zusammen können wir bestehen gegen die Einfallslosigkeit und Mutlosigkeit der Spielebranche. Im Piloteinsatz geht es für uns heute nach Nürnberg, genauer gesagt zu den Pixel Maniacs. Die Mädels und Jungs werkeln dort derzeit an einer Xbox-Version ihres Puzzle-Shooters Chroma Gun. Auf den ersten Blick sieht das Ding aus wie ein Portal-Klon. Und seien wir mal ehrlich, sie haben sich auch sicherlich vom Valve-Game inspirieren lassen. Im Gegensatz zum entfernten Verwandten löst ihr hier die Rätsel allerdings nicht mit Portalen, sondern mit, naja, vereinfacht ausgedrückt, Farbspielereien. Um Chroma Gun soll es heute aber gar nicht gehen, sondern um dieses Ding hier. Can't Drive This. Das Wichtigste zuerst. Can't Drive This befindet sich noch im Steam Greenlight-Prozess. Wenn ihr also mögt, was ihr in den nächsten Minuten zu hören und sehen bekommt, dann geht doch auf Steam oder klickt den Link in der Videobeschreibung und okay. Das Spiel ist sogar schon durch den Greenlight-Prozess. Naja, Glückwunsch! Ja, das ist halt das Problem mit Pilotfolgen von Formaten. Die brauchen immer etwas länger und manchmal ist es dann sogar schon zu spät. Aber hey, egal. Klickt trotzdem drauf und erfahrt so, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Zum Greenlight-Prozess übrigens später noch etwas mehr. Can't Drive This ist simpel erklärt. Zwei Spieler versuchen zusammen einen Truck oder einen Buggy möglichst lang auf dem Asphalt zu halten. Spieler 1 steuert dabei das Fahrzeug und Spieler 2 baut währenddessen simultan die Strecke. Wie es zu dieser Spielidee kam, können euch die zwei Pixel-Maniacs Andreas und Steven mal kurz selber erzählen. Wir haben bei einem Game Jam mitgemacht, letztes Wochenende, bei Ludum Dare. Auf jeden Fall haben wir ewig lange überlegt und hatten die Idee, dass wir irgendwie so eine Art Blobby-Fußball machen, wo du dann so eine komische, schleimige Masse hast, die du auseinanderreißen musst und bei dem Gegner ins Tor und wie auch immer. Einen Haufen blöde Ideen gehabt. Ja. Und irgendwann, wir haben hier eine Carrera-Bahn rumstehen. Und irgendwann kam einer mit, hey, machen wir noch so ein Carrera-Bahn-Spiel, wo einer die Carrera-Bahn vor dir aufbaut. Und zack hatten wir das Spiel. Der Kniff beim Spiel, sobald das Fahrzeug zu langsam fährt, dann, naja, macht es Boom. Da drängt sich mir doch direkt eine Frage auf. Als ich das Spiel gespielt habe, dachte ich so am Anfang an Speed. Ist das Zufall? Nein, überhaupt nicht. Komisch, habe ich mir fast so gedacht. Steht das in der Spielbeschreibung? Ich glaube schon, ja. Irgendwas von Sandra Bullock und Keanu Reeves steht auf jeden Fall. Zum Glück seid ihr ja extrem kluge Zuschauer. Und so habt ihr euch sicherlich schon gedacht, okay, das klingt nach einem super coolen Arcade- bzw. Partyspiel, aber da könnte doch auch schnell die Luft raus sein aus dem Spielprinzip, oder? Ja schon, aber damit das eben nicht passiert, gibt es schon jetzt viele Ideen und Features, welche die Jungs implementieren wollen. Zum einen wollen wir so ein bisschen so einen Sammleraspekt einbauen, neue Autos sammeln, neue Texturen für die Autos sammeln, einfach den Sammeltrieb zu befriedigen, genau. Ja. Und gameplay-technisch haben wir noch einen ganzen Haufen geplant mit Items, die man einsammeln kann, die man als Fahrer einsammeln kann, die dem Bauer helfen. Genau. Zum Beispiel eine Abrissglocke, die dann teils wieder entfernen lässt. Allgemein Sachen, die's dem Spieler, diese Zusammenarbeit ein bisschen stärken oder ein bisschen vorantreiben. Und wir hatten noch Ideen für Teile, die einfach nur als Bonuspunkte gelten, aber sehr schwer zu erreichen sind. Und lauter so ein Zeug. Also wir haben einiges an Ideen. Die Ideenliste ist so lang. Übrigens, eines der ersten neuen Features soll ein Online-Mehrspieler-Modus sein.
Was euch sicherlich noch interessiert, und wir haben es ja auch schon angesprochen, ist der eigentliche Prozess Steam Greenlight. Fangen wir doch erstmal mit der ganz simplen Frage an. Was ist Greenlight überhaupt? Greenlight ist eine Plattform von Steam zur Verfügung gestellt, wo jeder Entwickler seine Spielidee hochladen kann und von allen Spielern auf ganz Steam bewerten kann oder bewerten lassen kann. Und wenn genügend Spieler sagen, ja geil, das würde ich spielen, wenn es auf Steam wäre, dann sagt Steam, okay, dieses Spiel hat grünes Licht, ihr dürft jetzt auf Steam veröffentlichen. Genau, dann bekommen wir Zugriff aufs Backend und können dann unsere Store-Page einrichten und genau, unsere Binary-Files, also die .exe-File oder die .app-File für Mac hochladen und Finanzreporte sehen und so weiter. Wie bereits erwähnt, mittlerweile hat Card Drives schon grünes Licht erhalten. Das heißt, in wenigen Tagen werden wir das Spiel auf Steam erwerben können. Im Interview haben wir auch über die Wahl des Preispunktes gequatscht. Und so viel kann ich euch schon verraten. Die Jungs sehen es ähnlich wie wir und so wird Card Drives für das Gebotene einen fairen Preispunkt erhalten. Card Drives wird jetzt erstmal in die Early Access Phase gehen. Das bedeutet, ihr könnt die Entwicklung mitverfolgen oder mit euren Ideen sogar beeinflussen. Wir haben sogar während unserem Twitch-Stream von unseren Zuschauern dann Artwork bekommen, das wir dann in die Bandenwerbung eingebaut haben, haben eine Textur für den Truck bekommen und wir hatten einfach Tester. Wir hatten durchschnittlich 30 Zuschauer, die mit uns zusammen dieses Spiel entwickelt haben. Also 30 Zuschauer für uns ist... Das war unser erster Twitch-Stream und das war einfach nur genial. Die Leute haben es gefeiert und wir haben es gefeiert und das war einfach... Sowas kannst du nicht wiederholen. Alter. Das war super. Das war geil. Hat echt Spaß gemacht. Ihr habt Skins für die Trucks. Kann ich den Truck selbst bemalen? Wird kommen, ja. Ah, so gut. Das war mein erster Gedanke jetzt. Ich weiß, es wird dann viele Trucks geben mit Geschlechtsteilen, aber mein Gott, das ist dann halt so. Wir haben hier im Büro eine TTP, das ist die Time to Penis. Die schreiben wir immer hinten aufs Whiteboard von Ben. Immer wenn wir irgendwas produzieren, wo der User Content einliefern kann, schreiben wir dann die Zeit auf, bis ein Penis auftaucht. Ah, das wird, ja, das. Ich hoffe, da braucht ihr nur in Sekunden messen, glaube ich. Da brauche ich keine Minutenanzeige und so weiter. Übrigens, im 30-minütigen Talk mit Andreas und Steven haben wir nicht nur über Card Drives List, sondern auch über Steam, Konsolenvision, Portierungen und Co. gequatscht. Das Interview werden wir die Tage in einer leicht geschnittenen Version auch online stellen. Das soll es aber erstmal gewesen sein von den Pixelmaniacs und ihrem Greenlight-Projekt Can't Drive This. Was haltet ihr eigentlich von diesem kleinen Titel und generell vom Steam Greenlight-Prozess? Schreibt es doch in die Kommentare. Wenn ihr mehr zu Can't Drive This wissen wollt, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Prototypen, zur Webseite der Entwickler und natürlich auch zur Steam-Seite der aktuellen Projekte. Ach ja, und weil wir Entwickler beim Wort nehmen, beenden wir diese Pilotfolge mit einer sehr sympathischen Aussage. Unabhängig davon jetzt, wann Greenlight, wann das grüne Licht kommt, so einen ganz, ganz groben Veröffentlichungsplan, so ein Quartal oder... Von was? Von Can't Drive This? Ja. Zwei Wochen nach Greenlight, versprochen. Auf Early Access. Also Early Access sofort, sobald wir Greenlight bekommen, kommt das raus. Und dann, wir werden Feature für Feature reinhauen und immer wieder so schnell wie möglich live stellen, damit unsere Spieler sofort spielen können. Und es bleibt immer performant, dafür sorgen wir alle. Versprochen. Das haben wir jetzt auf Tape quasi, ne? Ja, nur so als Information.